kommt ein Blinder in den Fischladen und sagt, moin Mädels. Spaß. Ist mir gerade nur eingefallen, weil wir heute Fisch machen. Ach, das heißt, wir machen heute zum ersten Mal Fisch, ne? Das ist richtig, ja, genau. Okay. Und da das heute ein Spezialtag ist, können wir auch mal einen trinken. Darauf, ne? Heute machen wir Fisch und nicht nur Fisch, sondern Fischspieße und zwar drei verschiedene. Haben wir einmal Lachs geholt, Jakobsmuscheln und White Tiger Garnelen. Diesmal keine Black Tiger? Nee, diesmal nicht. Ich dachte mir, für die Spieße nehmen wir einfach ein paar kleinere. Ja. Schmecken auch gut und es reicht auf jeden Fall. Erstmal müssen wir uns den Lachs halbieren, denn wir brauchen nicht so ein großes Stück, uns reicht die Hälfte. Hier müssen wir uns auf jeden Fall, nehmen wir dieses Stück. Hier müssen wir erstmal die Haut abmachen. Einfach mit dem Messer hier ansetzen und dann an der Haut entlang. Und das Stück bilden wir uns auch einmal längst. Dann hier einmal den Bauchlappen entfernen. Bauchlappen? Ja genau, so Lachs hat hier, sieht man hier ganz besonders gut. Das ist vom Bauch, so ein Lappen. Das ist nur Fett dran, ist eigentlich, ja, kannst du für Fischsuppe nehmen. Und dann portionieren wir uns das für unsere Spieße. Machen wir so die Größe. Und die marinieren wir uns jetzt mit ein bisschen Ingwer. Dafür müssen wir uns den erstmal ein bisschen schälen. Einfach so ein bisschen abkratzen, die Schale. So einfach geht das? Ja, natürlich. Ich mache mir mal voll den Aufwand und schäle das so richtig ab. Das dauert immer ewig. Da hast du doch auch voll den Verlust, da geht dir das Beste doch flöten. Boah, das ist ja der Hammer. Hier hast du nur die Haut, dann machst du hier ab. Geil. So, und den schneiden wir uns ganz fein. Dann haben wir... Was ist das? Was? Nein! Whisky. So, dann habe ich hier ein bisschen Basilikum, frischen natürlich. Wir nehmen nur frische Produkte. Den hacken wir uns auch sehr fein. Und geben das zu unserem Lachs hinzu. Dann eine kleine Prise von unserem hawaiianischen Salz. Und natürlich von unserem ganz normalen Haushalts-tasmanischen Pfeffer. Also da tun wir jetzt ein bisschen Öl drauf. Einmal gut verrühren. Und dann stellen wir uns das zur Seite und beginnen mit dem anderen. Jetzt nehmen wir uns die Jakobsmuscheln. Wenn man gucken möchte, hier bei uns ist nur die beste Qualität vorhanden. Das geben wir uns direkt in die Schale rein. Ein bisschen Salz, Pfeffer. Dann ein wenig Tomatenmark und ein kleines bisschen von unserem körnigen Senf, ein bisschen Olivenöl, das auch einmal alles vermengen und zur Seite damit. So, und bei den Garnelen. Die müssen wir erstmal schälen. Da können wir einfach hier den Kopf so abreißen, die Schale abmachen. Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist natürlich den Darm zu entfernen. Dafür müssen wir uns das hier oben einmal kurz anschneiden. Und da haben wir auch schon den Übeltäter.
Also weg damit. Für die Garnelen nehmen wir auch ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, dann ein bisschen Knoblauch. Einmal von oben, unten abschneiden. Kurz schälen. Das ist aber eine sehr kleine Knolle, oder? Genau. Die auch einmal kurz klein schneiden. Und in die Schale rein. Dann haben wir hier Lemon Drop. Das ist also quasi Chili mit Zitronengeschmack. Davon geben wir uns nicht zu viel. Eine so eine gute Messerspitze. Einfach drauf. Bisschen Olivenöl. Und alles gut verrühren. Und als Beilage natürlich zu den Fischspießen machen wir ein paar Kartoffelecken. Dafür nehmen wir uns ein paar Kartoffeln. Die müssen wir auch gar nicht schälen. Wir schneiden uns die einfach nur zurecht in die Stücke, die wir die haben wollen. Einmal vierteln und das reicht auch schon. Bei Backpapier, hat immer zwei Seiten. Eine matte Seite und eine ölige Seite. Wir brauchen die ölige Seite heute. Einfach die Kartoffeln drauflegen. Einmal kurz würzen. Und dann haben wir hier die beste Butter. Und da tun wir jetzt auch ein ordentliches Stück rein. So, einfach hier oben drauflegen. Dann schließen wir das Ganze. So, und das packen wir komplett in Alufolie ein. Und da die Kartoffeln ja länger als die aus der Fisch braucht, tun wir die jetzt schon auf den Grill drauf. Den Grill haben wir jetzt auf 160 Grad vorgeheizt. Tun wir die hier schön drauf, Deckel zu. Und jetzt werden die Spieße gemacht. Die habe ich hier. Meine marinierten Sachen habe ich hier. Die habe ich jetzt ungefähr so eine halbe Stunde in der Marinade drin lassen. Das reicht auf jeden Fall erstmal. Fangen wir an mit den Jakobsmuscheln. Nehmen wir uns die Jakobsmuscheln, stechen uns die hier einmal durch. Dann machen wir uns die Garnelenspieße fertig. Und jetzt natürlich auch unsere Lachsspieße. So, die Kartoffeln sind fertig jetzt. Die können wir auf jeden Fall rausnehmen. Aufs Brett legen. Und einmal nachschauen, wie das geworden ist. Ja, das sieht doch schon mal richtig gut aus. Packen wir nochmal zu und stellen uns das zur Seite. So. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Teil. Und zwar zu den Fischspießen. Das Ding ist, jede einzelne Spieß, beziehungsweise jede Sorte hat verschiedene Garstufen. Der Lachs braucht am längsten, deswegen tun wir den als erstes drauf. So. Oh, und dieses Aroma, was jetzt schon kommt. Den Lachs haben wir ja mit Ingwer und was war das noch? Basilikum, glaube ich, haben wir ja mariniert. Und ja, das wird einfach so unglaublich lecker. So, und jetzt können wir uns auch die Jakobsmuscheln drauflegen. Und natürlich unsere Garnelen. So, dann schließen wir den Deckel ganz kurz. Stellen uns hier die niedrigste Temperatur ein. Und warten einfach ungefähr eine Minute. Und dann können wir uns auch die Jakobsmuscheln und die Garnelen wenden. Und dann nochmal circa eine Minute. Und dann können wir auch schon reinhauen. Nebenbei nochmal gesagt, Instagram haben wir auch, falls es nicht jeder mitbekommen hat, weil wir haben auf YouTube momentan, ich glaube knapp, nicht mal ganz, aber fast 4000 Abonnenten so. Und Instagram sind es knapp über 100, ich glaube 130, 110, 120 irgendwie so.
Und für mich ist da die Distanz einfach viel zu groß zwischen diesen beiden Plattformen. Und ich möchte auf jeden Fall darauf jetzt aufrufen, Instagram abonnieren. Unbedingt. Denn da sind auch teilweise manchmal Sachen, die es in YouTube nicht gibt. Zum Beispiel irgendwelche Videos von Drehtagen oder irgendwelche Fotos. Und ich würde sagen, wir drehen auf jeden Fall die Jakobsmuscheln jetzt und die Garnelen. Also das Problem, was wir jetzt haben hier, zeige ich auch, kein Problem. Bei diesem Spieß mit den Jakobsmuscheln, das obere und das untere Stück von diesen Muscheln, das war halt nicht so ein Stück Fleisch, wie ich es halt gern hätte, sondern es war schon ein bisschen kaputt. Und deswegen ist das jetzt ein bisschen vom Spieß gefallen, so, weil es halt im Grill festgeklebt ist. Aber das ist kein Problem, es ist ja trotzdem genießbar, kann man ja trotzdem essen. Ist ja immer noch lecker. Eigentlich können wir auch schon das jetzt uns rausnehmen. Und zwar bereiten wir uns unseren Teller vor. So, und dann nehmen wir uns jetzt auch die Spieße runter vom Grill. Die Spieße sind fertig. Kartoffeln packen wir uns aus. Ah, die sehen wunderbar aus. Perfekt. Würde ich sagen, mache ich auch direkt mal den Anfang. Also hier ist das komplette Gericht, unsere drei verschiedene Fischspieße mit den Kartoffeln dazu. Probieren wir erstmal auf jeden Fall eine Kartoffel. Nehmen wir uns so eine hier raus. Unglaublich. Natürlich der Hammer. So, gar keine Frage. Kann man auch nichts falsch machen eigentlich. Kommen wir zu einem wichtigen Teil, den Spießen. So, da würde ich sagen, nehmen wir als allererstes ein Stück von einem Lachs. Brauchen wir gar nicht schneiden. Wie ihr sehen könnt, der zerfällt komplett. Der ist richtig schön in der Mitte noch gegart. Ingwer, Basilikum. Aroma vom Basilikum kommt auf jeden Fall sehr stark durch. Eine leichte Schärfe vom Ingwer. Probier einfach mal ein Stück, dann siehst du selber. Sehr gerne. Sehr lecker. Auch war richtig Spitzenqualität lecker. Auch. Geil. Die Marinade ist auch richtig geil. Ja. Kommen wir jetzt zu den anderen Spießen. Jakobsmuscheln. Probieren wir mal eine. Auch richtig schöne Konsistenz. Noch schön weich, nicht trocken gegrillt oder so. Tomatenmark und Senf. Klar, hier auch Tomatenmark, sehr gute Säure, sehr gut abgegeben. Der Senf, eine gewisse Schärfe, aber nicht zu viel. Einfach der Hammer. Probier selbst. Das passt sehr gut mit dem Tomatenmark, habe ich noch nie so gegessen. Genau, sehr lecker auf jeden Fall. So. Kommen wir jetzt zu den Garnelen. Knoblauch und dieses Lemon Drop Chili. Wie ich schon geahnt habe, sind das die besten natürlich von diesen dreien. Ist halt verwandt mit der Pablo Garnele. Ganz genau. Dieser Eigengeschmack, diese Süße von den Garnelen mit dem Knoblauch und dem Lemon Drop Chili. Boah, jetzt kommt die Schärfe langsam auch raus. Boah, pervers, wirklich. Dazu eine Kartoffel. Hamm. Schön, die Kartoffeln habe ich noch gar nicht probiert. Unbedingt machen. Boah, auch geil. Ey. Unglaublich. Von innen schön weich und von außen schön knusprig. Wer kriegt das so hin? Richtig heftig. Niemand kriegt das so die hin. Die Kruste ist richtig geil. Ja, natürlich. Fazit. Garnelen. Favorit, anderen natürlich auch sehr lecker, sehr gut. Kartoffeln Weltklasse, also wirklich Weltklasse. Ein Grillabend, schnell gemacht, Stunde bist du fertig damit. Oder auch Grillmorgen. Oder auch Grillmorgen, wie bei uns zum Beispiel. Geil. So ein Frühstück ist einfach unglaublich. Ich würde gerne noch einen Garnelen probieren. Das ist so lecker. Das kann ich mal. Wisst ihr was? Komm, mach aus. Jetzt. Ich hab Hunger, wir essen uns jetzt in Ruhe auf. Komm, ciao, bis zum nächsten Mal. So, ich hab Hunger.